Hallo und zurück zu einem neuen Vlog von mir. Meine Kamera ist kaputt. Ich muss mit meinem Handy filmen. Ich muss eigentlich heute den kompletten Tag filmen. Wir gehen ins Dungeon. Aber meine Kamera ist kaputt. Dementsprechend ist doch meine Laune. Aber egal, das wird schon. Ich nehme euch mit. Ist mal wieder soweit. Ich werde vom Pech verfolgt. Wir haben uns verfahren. Wir sind in Marzahn gelandet. Das heißt, wir müssen jetzt eine halbe Stunde zurückfahren und es ist gleich 6 Uhr. Und dann fängt es an. Wer ist nicht dort? Na, auf jeden Fall wollte ich nochmal wegen Urwald sagen, dass ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, dass es wieder so schön war, dort zu sein. Und ich kann es euch. Ich kann es euch echt nur empfehlen, wenn ihr aus Berlin kommt oder wenn ihr mal in Berlin seid, geht dorthin und sagt, dass ihr von Sisi kommt. Ja, ansonsten gehen wir jetzt gleich ins Dungeon eben, habe ich euch ja eben schon erzählt. Bis 21 Uhr soll das gehen, danach ist halt noch so Meet and Greet mit den Mädels, die halt dort sind. Ich hoffe, die freuen sich, aber ich gehe mal stark davon aus. Und ansonsten mal gucken, was wir nachher noch machen. Bye. So, wollen wir gleich los? Ja. Wollt ihr noch der Grummel hinterher? Ja. Eine alternative Tour. Ja. Stage-Tour. Auf die Fest! Das war doch rein, oder? Loszuwerden! Erste Möglichkeit ist, Bändchen durchs Bändchen, wir schneiden ihre Pulsadern auf. Läuft bei ihr! Oder wir nehmen die Blutegel, um das schlechte Blut einfach hinauszusaugen. Guck mal, sind die nicht schön? Nur für den etwas Wohlhabenden unter euch. Das ist Christiane, das ist Steffen und das ist... Aber passt ein bisschen auf. An euren schwitzigen Stellen, dort nisten sie gerne. Ja. Manche sagen, dass die Pest vom Wind übertragen wird. Andere sagen, die Pest ist Gottes Rache für unsere Sünden. Und wenn ich mir die da so angucke, dann sind wir wahrhaft eine Sünderin für uns. Schaut euch das an. Schrumpelnde Haut, furchtbar schlechter Atem, sie verrottet innerlich, da hilft es nur eins. Ich muss ihre schlechten Stückchen herausschneiden. Nun gut, also, als erstes ein Betäubungsmittel. Wir sind keine Unmenschen hier. Ah, du schreist wohl gerne. So eine tiefe Stimme für so ein schönes Mädchen. Und jetzt das Messer. Und nun kann es etwas schmutzig werden. Denn ihre Organe waren komplett verwest. Eine wirkliche Sünderin, seid schlauer. Beichtet eure Sünden. Steht auf und geht tiefer hinein. In das Stadtschloss zu Berlin. Geht's euch gut? Ich versuche schwer sterben. Ich hab Angst. Oh mein Gott, da bin ich jetzt erschrocken. Nun, kann ich den Arken einführen und mit das Kittel und rollen und reiße ich ihn hoch in die Luft und lasse ihn da hängen. Der Haken kann auch in Nase, Augen und Mund genutzt werden. Aber meine Lieblingsstelle ist allerdings, steh auf. Schauen Sie mal. Hände auf die Armlehnen. Und erscheint ein ganz neues Ziel. Mit Anlauf landet der Haken da, wo die Sonne niemals scheint. Ich meine nicht Finnland. Letztes Instrument. Nein. Ein Hinweis, ich kann es nicht bei den Damen benutzen.
Richtig. Bereit? Ja. Wir legen die kleine Schnitte hier rein und schneiden wir ihn ab. Ich schneide Stück für Stück, das macht Spaß. Werde raus. Ein Stück zack. Oh, das war's bei dir. Keine Probleme, wir sind bereit für alle Größen. Genug gelacht. Du! Pöbel! Ihr befindet euch hier 1679 in diesem geheimen Gericht wieder. Dank von den Hohenzollern verliehene Macht an mir, erkläre ich diese Verhandlung als eröffnet. So! Der erste Anklagepunkt. Der geht gegen dich. Ab auf die Anklagebank und stelle dich meiner Rechtsprechung. Na los! Pöbel! Hut die Verbrecherin aus! Und wo warst du letzte Nacht? Zu Hause? Lüge! Alle zeigen mit dem Finger auf sie und rufen Lügnerin! Letzte Nacht hat man dich beobachtet, wie du auf das Brandenburger Tor geklettert bist. Du hast wie in Ekstase getanzt und wild geschrien. Deine Kleidungsstücke hast du dir vom Leibe gerissen und deine Körperteile geschüttelt. Man hat außerdem gehört, wie du den Teufel beschworen hast. Du hast gerufen. Beelzebub! Beelzebub! Du bist der Mann! Komm und nimm mich so schnell, wie du kannst! Ich beschuldige dich der Hexerei! Außerdem, das war noch nicht alles, beschuldigt man dich, dass du deine Nachbarn mit einem bösen Blick verhext und in Schafe verwandelt. Na, sieht man ja, ne? Tja, Humbug, als ob eine Hexe solche Kräfte hätte, einen Menschen in ein Schaf zu verwandeln. Wenn ich dich so angucke, sehe ich nichts. Schützer Augen, die Hexe demonstriert ihre Kraft. Gut, ich gebe dir nun zwei Möglichkeiten. Guck auf den Boden. Du bekennst dich schuldig und wir verbrennen dich bei lebendigem Leibe. Oder du plädierst auf Unzurechnungsfähigkeit und Wahnsinn und ich lasse dich frei. Was willst du? Freilassen. Na, stell dich mal da in die Mitte. Um deine Unzurechnungsfähigkeit und den Wahnsinn zu beweisen, musst du hier und jetzt deinen Nacktanz wiederholen. Na los, Leute, mal ein bisschen an. Los, ja. Du verschwendest das Gericht wertvolle Zeit, Hexi! Hut die Hexe aus! Und du aus den Augen! Nächster Anklagepunkt. Wer geht gegen den Herrn da hinten in der Ecke? Typisch. Hut ihn aus! Ja, da guck ich mal, was über dich hier drin steht, ne? Da hab ich dich ja. Der Arme? Das ist das Widerlichste, was in diesem Gericht hier unter die Augen gekommen ist. Du wirst schuldig gesprochen gegen Verbrechen, gegen Berlins Modegeschmack. Sag mal, weißt du eigentlich, wo du hier bist? Ja. Wo? Berlin. Ja! Und dann siehst du das mit Stil und Glamour. Dann läufst du hier rum. Du hast Berlins Fashion getötet, Fashion Killer. Ja, und zur Straße verbanne ich dich in ein tiefes und dunkles Ödland. Ich verbanne dich nach Holland. So, und jetzt musst du dir euer Frau schön beim Pöbel Berlins entschuldigen. Nimm das Schild, häng es dir um den Hals. Oh nein. Dreh dich zum Pöbel und sprich mir nach. Ich entschuldige. Umdrehen, zu denen da. Entschuldige mich bei Pöbel Berlins. Berlins Fashion getötet zu haben. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Ich mach das nie wieder. Ich mach das nie wieder. Wirklich nicht. Nie wieder. Dietra Trollala. So, jetzt gut den Fashion gelaufen. Aus den Augen. Buh, aber hängen wir das hier schön brav zurück.
sonst kriege ich dich in den Diebstahl dran. Häng das da hin. Du nimmst mit, komm mal Tschernobyl. Dankeschön. Hallo. Was macht ihr denn da? Finger weg. Die Taschen auf den Schoß. Wir haben Ratten. Wir brauchen Platz zum Spielen. Immer haben die das bewegt. Alter, mach mir doch keine Angst. Hast du mein Merch an? Das habe ich gar nicht gesehen. Wow. Ja, es ist auch dunkel. Sie mit dem Zebra. Schön macht ihr das, Mädels. Hallo. Sehr hübsch. Seht ihr, die putzen hier alle. Tui natürlich auch. Wow. Also, wir hoffen, dass ihr uns gleich keine erschreckt, weil das wäre ein bisschen blöd. Mädels sich gefreut haben und dass es euch gefallen hat. Klar. Es war auch gruselig auf jeden Fall, oder? Ja. Ja, war mega cool. Wir haben gerade hier noch ein bisschen... Mama. Jo, läuft. Ich laufe. Guckst du zum Mann? Weil guckst du nicht zu mir, ist viel unauffälliger. Genau. Und das, was ihr eben gemacht habt, einfach wie es euch hier gefallen hat, ob ihr euch erschrocken habt, warum ihr euch erschrocken habt. Und das also, ist jetzt mit viel Freude. Nein, ihr könnt dann noch weiter quatschen. Das ist jetzt einfach nur für uns nochmal. Soll ich anfangen? Ja. Also, wir haben ja gerade die Führung hier durchs Dungeon bekommen. Es war wirklich sehr cool. Ich hoffe, dass die Mädels sich gefreut haben und dass es euch gefallen hat. Klar! Ja. Es war auch gruselig auf jeden Fall, oder? Ja. Ja, war mega cool. Wir haben gerade hier noch ein bisschen... Ich war bisher der beste Scream, Alter. Voll die krasse Competition heute. Ich wollte sagen, dass wir noch ein bisschen geputzt haben. Ja. Und das Beste hierbei, dass wir hier mit Sissy waren. Ja. Ja. Ihr müsst alle mit Sissy kommen. Ja. Und das wird das Beste sein. Ja. Also hier ist es mega cool. Das lohnt sich. Ich wurde sehr oft drangenommen. Dreimal hintereinander. Ich wurde nur einmal als Rennen. Danke. Gerne, kein Problem. Ich habe eine Rose bekommen. Du musst es so halten, Julian. Nein, so. Das ist so schön, ich freue mich so darüber. Der Bachelor da? Ja. Damit ich noch später Fotos machen kann. So, Leute, das war es auch schon. Meine Finger frieren ab. Wir sind hier gerade am Bahnhof. Meine Finger sind verkalt. Auf jeden Fall, es war mega cool. Wir haben uns gerade noch von den anderen verabschiedet. Das nächste Mal sehen wir uns alle auf der Glow. Ich habe eine Rose geschenkt bekommen. Ich habe noch drei Geschenke bekommen. Ich habe mich voll gefreut. Es war voll cool. Es war voll cool mit den Mädels, die mal zu treffen und kennenzulernen. Die haben sich alle auch voll gefreut. Der Julian hatte diesmal die Opferrolle. Der Arme, der kam ja wirklich überall dran. Ja, aber es war mega cool. Also kann ich euch das Dungeon wirklich empfehlen. Es war echt cool. Wir fahren jetzt zurück. Ne, wir fahren jetzt was essen und dann zurück. Also eigentlich hatte ich den Vlog schon beendet. Das muss gefilmt werden. Ihr glaubt es nicht, Leute. Wir haben uns schon wieder verfahren. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Und nicht einmal, wir haben uns jetzt schon das zweite Mal wieder verfahren. Insgesamt haben wir uns schon viermal verfahren. Das darf man echt keinem erzählen. Dann sind wir gerade noch zur Bahn gerannt. Ich kann nicht mehr reden. Da ist die uns noch von der Nase weggefahren. Oh, guck mal, wie lange das dauert. Jetzt müssen wir... Was steht da oben 10 drüber? 10 Minuten warten. Jetzt fällt die eine Bahn einfach raus. Fuck my life, ey. Der ist komplett am Verzweifeln. Ja, Lacho. Und wir haben uns nochmal verfahren. Ich bin's mal wieder. Wir haben es aufgegeben mit dem Pizza Hut. Wir sind jetzt im Subway. Oha, meine Hände. Wir sind echt kalt. Wir essen jetzt hier.
lecker. Wir haben uns gerade schon wieder verfahren. Das darf man doch keine erzählen. Die denken bestimmt, wir verarschen sie, weil das kann gar nicht sein. Okay, Predator-Platten für Lidl, nein, Spaß. Auf jeden Fall, wir haben uns schon wieder verfahren. Wir werden jetzt abgeholt. Es ist so verdammt kalt. Dass es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye. If you lost your way, I will leave the light on.